Alter, ist so gruselig, ne? Ah, 5% Trefferchance habe ich gerade gesehen. So, jetzt muss ich irgendwie. Hashcut. Oh mein Gott, zum Glück habe ich die gerade allein platziert, ey. Ich mache mir gerade aber ja alles durcheinander, ey. Natürlich ist ein Dritter, Alter. Gerade unglaublich schlechtes Timing. So. Was ich jetzt machen muss, ne? Ist mit ihm tanzen. Kann ich hier hingehen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich nicht doppeln. Ich erreiche den auf jeden Fall locker. So. Ich kann für all die Leute hier tanzen. Wo muss ich mich dahin bewegen? Ich hasse es, gegen diese Typen zu kämpfen. Und der Dieb greift uns gar nicht an. Nicht sehr gut. So, haben wir erstmal dich weg. Ganz locker. Ich hoffe, da sind keine Gegner mehr da oben, ne? Ich tue ihn ja voll aufdecken gerade. Ich plane auch gleich da voll meinen Hauptcharakter wegzupacken. So, du gehst hier hin. Cool, bringt nichts. So, das sehe ich gerne. Und wie die Sehne einfach voll durch mich durchgeht. So, Peschkatz. Weg damit. So. Kann ihn leider nicht erreichen. So, der Dieb scheint ja irgendwie nicht anzugreifen, ne? Nicht gut. Jetzt genau aus der Reichweite da. Nachher kann mich kontern. Also wenn ich einen Langbogen einsetze, dann nicht. Ah. Dorf. Ah, Mond. Verteidigung ignorieren. Die Hälfte der Verteidigung. Keine Ahnung, wie hat den Spiel läuft. Na, dann hast du den an, ne? Ist nicht irgendwann, den du besser triffst. Wurfball trifft besser. Na, verdammt. So, tripp. Doof. Doof. Cool. So. Habe ich die beiden Sachen bekommen? Cool. So. So, am besten wäre ja, wenn ich hier so tanzen würde, aber das ist voll Verschwendung eigentlich. Muss definitiv ihn ja machen, wahrscheinlich. So, ich
einmal so ankratzen. Dann kann Chloe dich nämlich fertig machen. Der hat sich mit Sonne geheilt. Sehr cool. So. Ah, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So kurativ. Nö. Ah, ich kann mit ihr aber auch heilen. Zur Not. Ich muss hier rein, nämlich. Ach, ihr habt keine Fernkampfwaffen, sagt das doch. Jetzt steht ja aber keiner. Oh Gott. Muss ich so oder so machen. Mach mal, wenn ich den hier. Ich hoffe, auf der linken Seite sind jetzt nicht so viele Gegner, ne? Gar nicht, ob Kraftimpuls überhaupt noch Dings erhöht, ne? Meine magischen Schaden. Ach, guck mal da. Ne, mit dir muss ich heilen. Ah, warte mal. Eigentlich nicht schlecht gerade. So, wenn du ihn treffen könntest mit einem kritischen Treffer, das wäre super. Oh cool. Ah, verdammt. Nicht cool. So. Dann mache ich den ja. Dann mache ich, verdammt, ich erreiche gar nicht alle. Ja, muss ich halt für drei Leute nur tanzen, ne? Kacke. So, oh, der sieht cool aus jetzt. Warum kann ich jetzt mit drei? Ach, wegen dem Bogen. Oh, dann tanzt er eben für zwei Leute, für drei Leute. Sehr cool. Kann er nicht kontern, sehe ich gerade. So, jetzt je nachdem, wie weit er jetzt ist, ne? Ich glaube, hier ist noch nicht weit genug, ne? Jetzt hier rein. Wünsche mir Glück, ich gehe da rein. Ja, ich muss gar nicht reingehen. Ja, dann gehen für mich rein. So, da muss ich natürlich jetzt hier rein, ne? So, jetzt muss ich irgendwie, aber er wird nie im Leben mit einem Schlag erledigt. Sie wird nie im Leben mit einem Schlag erledigt werden von Gris. Einziges Problem ist jetzt, wenn jetzt hier noch mehrere Leute sind. Sehr gute Werte. So, her damit. Rettung werde ich wahrscheinlich ironischerweise brauchen. So, vielleicht ist sie aber aus Reichweite. Na, so, je nachdem, wo er jetzt gerade ist, ne? Könnte halt unschön werden. So, alle mal bitte eingreifen, ja. In dem
Oh, alle kriegen Figur, sehr gut. Ja, zur Not. Wo ist er? Er sagt hier, zur Not kann ich immer noch Rettung einsetzen. Vielleicht. Muss gar nicht hier heilen, sehe ich gerade. Muss ich ihre super Heilung einsetzen. Ist gut. Ja, zur Not kann ich jetzt hier Rettung einsetzen, ne? Aber ich glaube, uns geht es jetzt hier gut, ne? Weiß nicht, ob's, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Chris uns erreicht, ne? Vielleicht erreicht er uns. Gucken wir mal, was passiert. Hi. Oh, das ist nicht gut. Jetzt kommt natürlich Chris um die Ecke, ne? Oder irgendjemand anders. Macht sie fertig, ne? Pass auf. Komm mal wetten. Komm mal wetten! Natürlich, dass sie sich beide mal treffen. Okay, aber alles klar. Dagegen gibt's doch was. Keine Sorge. Dagegen machen wir jetzt Folgendes, ne? Und zwar, ich hoffe, ich erreiche sie auch von hier aus. Ich gehe mal hier hin. Ich glaube, sie ist relativ sicherer, wenn ich sie hier empacke. Hat er einen weiten Feld verbindet auf ein Nachbarsfeld, ja. Ah, oh, sie hätte ich locker noch von da erreichen können. So, Rettung! Problem ist da oben, die Situation ist, glaube ich, auch nicht so sicher. Ich glaube, da ist einer in Reichweite, ne? So. Er geht auf Diamant los, aber das ist chillig. Kein Problem. Jetzt kommt er. Also, wir haben die beiden Diebe erledigt. So. So, dann haben wir noch. Haben wir nicht. Was hatte er? Ein Purgativ und. Ja, nicht ein Purgativ, ein. Was habe ich gerade bekommen? Wert habe ich von dem Dings bekommen. Kriegerbogen habe ich gerade bekommen. Ich habe jetzt nicht gesehen, was der uns nochmal gegeben hat. Der hat uns ein Dings gegeben, ein. Den Kriegerbogen haben wir aus den einen bekommen, dann haben wir noch ein Skillbuch bekommen, ne? Ich habe doch beide Sachen von dem bekommen, ne? Was ich dann noch bekommen? Jetzt ganz doof. Habe ich zwei Stäbe bekommen, ne? Ich habe einmal Rettung. Glaube ich nicht so nachgucken, ne? Na, aber der Dieb. Ich jetzt extra hier für zurück, um den hier. Eine Silberklinge. Ah. Mein Gott. Okay. Bin ich jetzt extra zurückgegangen, um zu gucken, was ich bekommen habe von dem. Egal. So.
immer noch. Der Algorithmus hat sich nicht geändert oder die RNG, Random Number Generator. Habe ich den auch so erledigt? Ich muss mich ja sowieso teleportieren, ne? Ich werde ja sowieso teleportiert. Da habe ich halt wir so viel Sachen brauchen, um Gris zu erledigen. Und selber klingelt. So, wir waren sowieso außerhalb der Reichweite. Wir waren einen unserer Rettungsdinger. Einsetzen, mein Gott. Packen dich hier hin, damit du nicht verreckst. Und okay. Ja, ich glaube, von jetzt an wird das Spiel Level ein bisschen einfacher. Also macht den nicht platt, meine ich, aber namens wäre es jetzt nicht schlecht, wenn du ihn erledigen könntest, ne? Aus ein bisschen Geld hier einbringst, so 500 Gold, ne, wären schon nicht schlecht, sag ja nur. Sie hat aber auch echt nicht viel Glück, ne? 9 Glück, wie soll ich denn damit schön mein Einkommen sichern? So, jetzt noch die Leute hier. Versucht nicht zu kritten. Danke. Ja, da war trotzdem noch voll viel AP. So. Mach mal dich platt. Dash. Ich glaube, wir waren Level 6, ne? So, alle kriegen so Figur, sehr gut. Ich stärkere Waffen einsetzen. So, ich weiß natürlich immer noch nicht, wie weit ich mich bewegen kann, ohne dass ich hier von Gris angegriffen werde, ne? Unterricht in Geschicklichkeit wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Oh, warte, den wollte ich machen, genau. Ja, ich kann nicht mit Bolganon, kann ich mit Bolganon doppeln. Okay, dann mache ich da auch. Doof. Und was machst du gegen den zweiten? So, ich hoffe ja, euch geht's da gut. Dann machst du mal den Platz, ne? Ja, halt Visier. Ist schon immer dieses Visier.
in der Verwandlung. Wenn du sagst, ich bin außerhalb von Reichweite von Dings hier. Beim fairen Kampf. Also Feuerball auf den. So, ich traue mich hier nicht weiter rein. Du im Blatt. Das ist kein Beistand, das ist ein Finisher, ja. So, also selbst wenn Gris sich jetzt bewegt, ne, gegen sie wird er ja wohl nicht hier. Sie wird sie in ja wohl, sie wird er ja wohl nicht one-shotten. So, mein Gott, deutsche Sprache, ne. Mal dich. Ich weiß, ob hier noch jemand kommt. Frage ist noch, was soll ich hier eigentlich machen? Ja, gegen Gris. Wir haben mir hingetrabt. Ich mach platt. Oh, cool. Wenn du jetzt mal etwas Geld bekommst. Geld? Wir brauchen ein bisschen Geld, Anna. Nein. Warum nicht? Das ist eigentlich eine super nützliche Fähigkeit. Die sollte ich echt öfter einsetzen. So, weiß jetzt natürlich nicht. Ich weiß allgemein nicht, wie ich hier den Gris-Typen tackeln soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich muss ihn ganz eindeutig hier mit einem Charakter, der eine hohe Resistenz hat, hier anlocken, ne? Aber danach wüsste ich jetzt auch nicht. Er scheint ja auch echt die ganze Zeit jetzt da zu hocken, ne? Er scheint sich jetzt nicht wegzubewegen. So, ich soll versuchen, die Dinger ja alle anzumachen, ne? Einfach damit ich besser sehe, ne? Ja, offensichtlich. Einfach damit ich besser sehe, wo hier, weiß nicht. Dann wird das ja auch die ganze Zeit aufgedeckt bleiben, ne? Nehme ich an. So, ich nehme mal das Ding gerne. So. Alles klar. Ich schicke dann mal meinen Hauptcharakter hier rein, ne? Und der macht die ganzen Lichter da an, würde ich sagen. Angefangen mit dem Ding. Ach, da ist er. So, du machst das hier, nimmst das hier, damit wir wieder tanzen können. Ich will da tanzen, Mann. Und welche Level bist du? Du bist auch schon Level 8. Hm. So, nur ein, nur zwei Erfahrungspunkte, was? Ist auch Level 8. Es hat früher hat was damit zu tun, wie oft ich schon geheilt habe, ne? Mit dem Fire Emblem Phase irgendwie, weil nicht, wenn er irgendwie mit dem Tanzen, ja, wenn du mehr als oder durchs Heilen bekommt man auch so Aufladungen. Sag halt doch leicht, ne? Ich habe voll aufgewartet. Alter, mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, ne? Wenn ich Corin
einen meiner Diebe gebe, ne, dann können die nur die ganze Zeit nicht getroffen werden, weil die ganze Zeit doppelte Ausweich haben. Ne? Warum mache ich das nicht eigentlich? So, mal das an. Ach, hier sind ja auch noch welche. Na gut, dann locken wir die an. Na, locken wir dich an und dich locken wir auch an. Und zwar mit ihm. Und da braucht ja noch jemand eine Ladung. Du brauchst eine Ladung. Mach das mal. Dann packen wir mein, nee, tun wir nicht meinen Hauptcharakter da einpacken, weil ich den wieder voll weggepackt habe hier. Halt. Idee. Boom. Jetzt wagt euch hier reinzukommen. So. Ich glaube, das war eigentlich gar nicht so schlecht, das hier. Grace sich unten links am Anfang hier bewegt hat. Die tun ganz schön hart zuschlagen. Hat mich auch getroffen. Und so habe ich eigentlich da gepupst und den Nebel erzeugt. Und er sowieso mich trifft. Ja, gib mir mal eine Ladung bitte. Habe ich ja eigentlich nur gemacht, damit ich eine Bündnisladung bekomme. Ha. Und er braucht nur zwei, glaube ich. So, wen gebe ich denn hier die Kills? Wer ist denn hier eigentlich noch unterlevelt? Eigentlich niemand, ne? Selkoff, du hast noch kein Level up hier. Aber auch hier noch jemand eine Ladung, darauf sollte ich eher achten, ne? Als auf irgendwas anderes. Das ist aber nicht der Rapier, den sie da ausgerüstet hat. Das hat Sieglinde, ihre ultimative Waffe. Wie sie, glaube ich, ne? Ja. Ich hätte ja schon geschafft, Kollege. Aber danke. So. Oh, Glück und Aus Geschicklichkeit. Das bedeutet mehr Ausweichen für ihn. So, ihr werdet ja wohl nicht. Müssen wir sowieso nicht treffen, weil ich den ja gleich mache. Müssen mich jetzt recht nicht treffen können. So, warum machst du eigentlich noch auf Level 7 rum? Nein, mein Hauptcharakter. Du sollst eigentlich auch schon höher gelevelt sein, finde ich. Aber nicht, ob wir Verstärkungsturm oder irgendwie so was kommen, ne? Sieht jetzt nicht so aus. Da wäre ja noch, war ja noch schöner. Wäre ein absoluter Horror, ja. Nein, er hat nicht voll geil. Wenn du den Kampf einleitest, ne, wenn sie einen Gegner besiegt, ein Gewein. Okay.
Alle in Sicherheit, damit du mir nicht mein Buch aus den Händen boxt. Ehrlich. Cooler Zug, Kollege. Nimm das. Geld. Mehr Glück bitte für mehr Geld. Oh, sehr gut. So, jetzt hat sie jetzt 10%ige, jawohl, hat sie jetzt 10%ige Chance eigentlich Dings zu bekommen. Wahrscheinlich noch mehr, weil Mikael glaube ich ein bisschen mehr Glück gibt, ne? Und sie hat Glück plus 4. Da ist sie jetzt 16% jetzt hier, das Dings hier bekommen. Geld. Ah, wenn du ihn sowieso nicht erledigst, dann ja. Die ganzen Effekte, die aktiviert werden bei ihm. Ah, nice. Du mal Eno. Dann haben alle ihre Bündnisse wieder aufgeladen. Dann können wir uns Chris vornehmen. Zerkauf, nee, du. Ja, warum nicht, ne? Vielleicht kriege ich aber einen Crit zu sehen bei ihm. Obwohl der Bogen ist eigentlich mehr so für Etty ausgelegt, weil sie eine, sie kriegt allgemein plus 10 Crit Chance durch ihren ihre Klassenfähigkeit. Okay. Wollte schon sagen, wenn sie schon wieder so wenig Erfahrungspunkte kriegt, ne? So. Kann man jemand hier Licht machen? So. So, niemand mehr übrig hier. So, da müssen wir uns um Gris kümmern. Ne? Ich nehme an, hier sind keine Leute. Ich nehme an, hier sind keine mehr, ne? Wir müssen uns an denen mal anpirschen. Und dann jedes Mal, wenn der uns trifft, ne? Dann die sich teleportieren. Das war voll ätzend. So. Ach, du bist immer noch nicht voll, sehe ich gerade. Zum Glück haben wir ja noch jemand zum Heilen. Okay, also meine Strategie ist jetzt ganz eindeutig, ne? Ich muss eigentlich nur den Teleport hier erstmal überleben. Weiß nicht, wie viel Schaden hat gemacht. Er hat irgendwann mit 40 Schaden gemacht bei Zalkov. Aber er hat eine Resistenz von 6. Von daher, wenn ich jemanden da reinschicke mit einer relativ hohen Resistenzwert, wie zum Beispiel Ivy, dann ist das eigentlich okay, ne? Nur was danach kommt, weiß ich nicht. Er tut sich ja nicht hochheilen oder irgendwie sowas, ne? Von daher dürfte er eigentlich nicht so schwierig werden. Ich fand den eigentlich auch einer der einfachsten zu bekämpfen. Ein Problem ist halt nur, ich weiß nicht, wie viele Leute hier noch sind, ne? Können sich ja immer noch Leute hier verstecken. So, da müsste mich doch eigentlich treffen, wenn ich jetzt hier so runtergehe, ne? Na, komm mal her.
danach muss ich ihn eigentlich immer auskontern, ne? Ich stelle mir halt ehrlich gesagt ganz schön einfach vor. Weil wenn er mich dann angreift, ne, und dann wieder wegbewegt, dann weiß ich nicht. Wenn wir ja sehen. Ja, immer noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob der agiert, wenn ich nicht in Reichweite bin. Und ja, ich weiß, ich tue ja gerade meinen Hauptcharakter auch mit wegbewegen, aber der wird auch einen so einen Treffer aushalten, glaube ich. Da. War das schon gehört? Ja, der hat trotzdem Teleport eingesetzt. Er war doch gerade direkt neben uns. So, jetzt. Müssen wir nur wieder rausfinden, wo er ist, ne? So, ich nehme an, der teleportiert sich ja immer wieder ins Dunkel irgendwo, ne? Überlebst du das? Die Lichter da anmachen. Ich mach mal hier das Licht an. Ne? Na, wo ist er jetzt? Haben wir natürlich schon wieder da unten im Teleportiert. Ich stehe voller Fringe, gib mir die mal. Darauf stehe ich. So. Damit entschuldige schon wieder. Das ganze Wort werde ich nicht die ganze Zeit bringen. Okay, den kannst du jetzt nicht die ganze Zeit bringen, okay. Er ist wahrscheinlich schon wieder da, ne? Der Mann, der ist immer in der Nähe von den Fackeln. Ich würde doch mal gerne den seine Werte so sehen, ne? Damit ich halt weiß, mich so einstellen kann. Ich habe mal das Spiel noch nicht gerechnet, dass ich mich hier um die ganzen Dinger kümmere, ne? Der ist immer noch hier, ne? Solange der immer den Angriff macht, ist er eigentlich nicht so schlecht, ne? Hallo Kollege, was machst du da? Der tut sich die ganze Zeit darunter teleportieren, ne? Das ist auch voll unfair. Der ist schon wieder rein. Der teleportiert sich die ganze Zeit zu der Fackel da, ne? Ist das, was hier gerade passiert? Na, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Der hat eine Geschicklichkeit von 13. Der wird nie im Leben irgendjemanden. Ja, oh Gott, da ist Excalibur. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Kampf hier handhaben soll. Wird der Excalibur da auf? Nee, ich glaube nicht, dass er gut ausgehen wird hier jetzt. Er geht jetzt mit Excalibur auf einen von uns los, ne? Da guck mal, wie schnell ich den erledigen kann.
Aber der verbraucht die ganze Zeit HP, also ein, aber okay, warte mal, ich muss erst mal gucken, ob ich diesen Zug hier überlebe. Also warte, ich habe so das Gefühl, ich werde den nicht überleben. Also mal gucken, ja. Weil ich tut er eher priorisieren, irgendwie sich zu teleportieren oder diese blöde KI in Fire Emblem, die du immer erst herausfinden musst, ne? Geht er jetzt mit Excalibur auf meine Leute los? Also jede Person, die mehr als Dings hat, mehr als 40 AP oder mehr als 20 resistent, müsste ja eigentlich überleben. Also ich kann ja schon einige Leute reinpacken. Lass mich rein, ich bewege jetzt alle Leute hier, ne? Und ich überlebe das nicht. Das heißt, ich komme wieder. Ich tue ja alle umsonst bewegen. Oh, warte mal. Hab ich ja ganz vergessen. Ah, verdammt. Okay, weil ich war jetzt ehrlich gesagt nicht so schlecht gerade. Jetzt habe ich all meine Leute da unten bewegt, ne? Oh, ich stehe doch hier vor, Mann. Ach. Aber trotzdem, Mann. Hey, der Typ gibt mir auf den Senkel gerade. Okay, ich nehme an, der bewegt sich jetzt nicht mehr, ne? War irgendwie ein eindeutiges Zeichen. Dann hätte ich auch irgendwie gar keine Ahnung gehabt, wie ich das schaffen sollte, ne? Jetzt immer erst im Dunkeln ja weit bewegt. Okay. Er scheint sich jetzt nicht mehr zu teleportieren. Wirbel. So, kannst du dich da runter bewegen, bitte? Oder soll ich auf dich zukommen? Okay. Alles klar. Verstehe schon. Gut, dann bewege ich mich eben noch mal zu dir hin. Ich habe lieber gedacht, du da oben bist, ehrlich gesagt, als dass du hier die ganze Zeit dich hin und her teleportierst, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich weiß jetzt nicht, tut er sich jetzt noch mal teleportieren, weil wenn nicht, weil wenn ja, dann ups. Aber wenn ja, dann also nicht, dann kann ich ihn nicht festnageln, ne? Wird nichts bringen, nämlich. Und da wäre von denen seine Position irgendwie ziemlich dämlich, weil er ist ja gerade hier auf den Heilding, ist ja noch mehr Abwehr und also was gibt, ne? Okay. Ich nehme jetzt mal sehr stark an, ich kann dich nicht mit einem Schlag one-shotten, ne? Nein, nicht mal annähernd. Ah. Nein. Ich weiß auch gar nicht, wie weit man sich da teleportieren kann mit dem Angriff. Ich glaube nicht so weit, ne? Das ist nicht so weit wie mit Dings. Ich bin irre. Ich glaube, das Spiel hat eher so damit gerechnet, dass ich hier, während ich das Kapitel spiele, ja, die ganze Zeit mich mit dem rumkloppen muss, ne? Aber da er schon relativ bei mir am Anfang hier gespawnt ist und ich hat mich da schön rum navigieren konnte, ja, war ein bisschen einfach. Z
So, der Excalibur, was mir richtig Angst macht. Das heißt, ich kann Ivy und Dings schon mal nicht einsetzen. Alquist, wo bist du? Muss ich mal hier rein bewegen wegen Corin. So, ich muss jetzt natürlich erstmal wieder checken, bewegt er sich, bewegt er sich nicht. Er tut sich bewegen. Okay. Ja, der wird nicht so schwierig sein. Ist okay. Ja, der wird überhaupt nicht schwierig. Er so hat Gefühl, ich werde den sogar relativ schnell erlegen. Ah. Oh. Da muss mal einen. Das kann sich auch nicht bewegen. Nicht, dass das irgendwie notwendig ist. Ich glaube nicht, dass der Einzug überleben wird. Ah, warte mal. Jetzt geht zwischen Schaden zu. Das. Plus 3 Schaden zu. Aber das. Obwohl, da kann ich eigentlich noch mehr ausholen. Ich sollte eigentlich vielleicht mit Ivy oder Chloe angreifen. Weil die können sowieso nicht. Ich mache sogar Schaden gegen den. Wahrscheinlich wegen Corin, ne? Ja, der Typ ist irgendwie nicht so stark. Sally. Japanisch nennt der Sally Kamera. Ja. Alle schon Level 7 mindestens, ne? Zeitkopf hätte ich eigentlich auch einsetzen können, ne? Ich glaube nicht, dass ich tanzen brauche, ja. Den ja, ne? Ja, der ist irgendwie voll chillig. Also für Schmerzen, die auf mich zukommen. Habe ich auch da letztes Mal ist, gegen den kämpfen. Watch Rodden. Ja. Man hat Gimmick, dieser Map war gut und gruselig, ne? Aber der Typ an sich ist jetzt gar nicht mehr schwierig. Der ist halt ein Magier, ne? Das heißt, er nimmt halt viel Schaden, ne? Weil er nicht so viel Verteidigung hat. Oder ein Weiser. Da pause ich jetzt noch mal hoch, wird auch nicht so einen Unterschied machen.
heillose Haltung auf dem der Kämpfer da ist eine anfühlt die Einheit im Stand. Er sagt, wird alles gefährlich, aber er wird nicht dazu kommen, irgendwie was zu machen, habe ich so gefühlt. Hm. Ich kann den ja machen. Ganz so wenig. Sie kann ihn einfach erledigen. Statt einer an. Also ekelhaft. Ah, ich bin mir ziemlich sicher, ich brauche nicht mehr tanzen. Na, ich würde sehr viel mehr Erfahrungspunkte kriegen dadurch. Ich mache, ich mag den ja. Wow. Okay. Bitteres Kapitel mit schönen Nachgeschmack. Finde ich jetzt hier gerade. Na, geht durch hier hin. Hm. Geh mal hier hin. Dann zack auf. Oh mein Gott. Mal so. Wird auch nicht so viel bringen, aber was soll's. Und hat mehr Erfahrungspunkte pro Person, die wir heilen. 1, 2, ja, geht was danach aus. Dass sie dass ihren Persus mit dem Greifen ja ersetzt hat, da fand ich schon immer sehr komisch. Oder Teufing, das ist Sigurds ultimative Waffe. Einfach so, na, zeig auf, wenn ich bitten darf, einmal darf ich um diesen Tanz binden. Erfahrungspunkte, oh, Erfahrungspunkte. So, jetzt können wir ihn noch mal vom Weiten abschießen, ihn vielleicht sogar erledigen. Schau, machst du mir eigentlich 25, aber du hast irgendwie so einen komischen Effekt, ne? Schläger. Mit Alchris kann ich den erledigen, ne? Ich habe schon enthalten, ne? Ja. Na, mit Alchris macht du den fertig, würde ich sagen. Sind noch alle am Leben? Ja, ne? Ich habe 11 Charaktere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da machst du ihn fertig, ne? Ich habe aber Kizashi auf den werfen.
Sehr cool. So. Mach mal. Mach den Plot. Daneben gehauen. Oh, also weg. Ah, ich dachte, er wird am Boden liegen bleiben diesmal. Weil das wäre irgendwie ein Zeichen dafür, der echt verreckt ist. Aber ne. Ich habe noch eine Rolle gemacht. Ich bin wieder aufgestanden. So. Und wir haben Excalibur bekommen. Sehr cool. So gut. Die Map an sich war der Horror, aber der Typ war ja wohl der einfachste Boss überhaupt. Fand ich jetzt persönlich so, ne? Okay, cool. Ja, da war doch recht chillig, fand ich jetzt. Das mal einstecken. Aber hat der Beweis, den er sehen musste? Hallo. でもおかしくなりましたか。気でも。そのセリフ、そのまま、お前に返してやるよ。なんでそちらが悪いんだ。精錬で純粋な顔して、神にでもなったつもりか。お前の正体は神竜なんかじゃない。こう言った方がわかりやすいかもな。邪竜の巫女様さんよ。 Ist das Rothaar? Ist das Rothaar, oder? Nein. Ich bin relevant. そいつ自身ですら自分のことを忘れてるってのに、それとも千年前からお前は生きてたってのか。いいことを教えて。 Ich bin nicht also alt. Schreit dann einfach die Zunge raus. 神竜にも邪竜にも権限の力があるのは知ってる。しかしそこには決定的な違いがある。 神竜は祈りによる権限、対して邪竜は呪文による権限なんだよ。呪文って、ついさっきあんたの権限は呪文を使ってたな。これまでもずっとそうしてきたのか。それならあんたは間違いなく邪竜の血族だ。じゃあ。 Also es wäre doch meine Schwester dann. Ach ja, geht nicht mehr. Deine Mutter ist tot. Stimmt, die waren auch irgendwie nie da, als wir unsere Ringe aktiviert haben, ne? ベイル様も無事に立たれた頃だ。おっと口が滑っちまった。せいぜい逡巡してろ。そこにいる神竜は偽物だったんだ。仲間内で争うか離散するか。
どうなるか楽しみだぜ。じゃあ。待て。私が。勝利の大丈夫だ。あんなの嘘に決まっている。僕は信じないさ。冷静になりますか。また奪った後の運転手やつ。敵が仲間割れを狙ったとも考えられるわ。ソンブルが城にいないというのも私たちを惑わすための言葉かもしれん。ひとまず城内を見回ってみよう。 Okay. Ich hatte erst gedacht, wir sind jetzt hier in diesem Kapitel, das wir am Anfang gesehen haben. Die erste Cutscene. Aber nee, wir müssen auch noch Marv zurückholen, ne? Stimmt, sobald wir Marv zurück haben, könnte er... So. 炎の中真っ赤な髪と瞳をした私が笑っているのを今までただの夢だと思っていましたが、あれは私の記憶なのかも。そんな何の証拠もないじゃないか。証拠ならあります。紋章師シグルド、ここにいる。あなたに聞けばはっきりしますよね。 千年前から神竜と共にいた紋章師になら答えてください。私はグリの言うように邪竜の血族なのですか。そうだ。なんという。やはりそうでしたか。黙っていてすまない。 全て忘れているのなら神竜として生きるのが幸せだと思ったのだ。君が目覚めたあの日にルミエルと、そう決めたんだよ。母さんはなぜ私を我が子だと。君がソンブルに見限られたからだと聞いている。このままだと命が危ないと。何より千年前のルミエルと君は Als ich noch böse, bevor ich eingeschlafen bin, war ich dann gut. Ich habe doch gesagt, du sollst dich nicht die ganze Zeit als Wirmgott vorstellen. Ja, 邪竜は封印できません。それは変えられない事実ですから。邪竜を封印する術がなければ今後の戦でみんなが大きな危険にさらされます。私が本物の神竜で神竜の力を持ってさえいれば、こんなことには。神竜の力がない。どうしてそう思うんだ。 確かに君は邪竜の血族だ。それは変えようのない事実。でも覚えているかい、フルルの港で私が君の元に戻った後、君は私を権限し直してくれただろう。でもそれは邪竜の呪文を使って。邪竜の力で権限した紋章師はこうして話すことはできないんだ。思い出してくれ。 邪竜の力で権限されていた紋章師とは話ができたかい。いえ、そういえばみんな呼びかけても答えてはくれませんでした。どういうことですか、シグルド殿。邪竜は呪文により紋章師の自由意志を奪い、意思疎通ができない代償に完全なる霊族をさせる。神竜は祈りにより 紋章師の自由意志を残す。完全なる霊族。Er gerät ohne seinen Mund zu bewegen.
Ein Silberschwert folgt mir. Also Schluss mit dem Selbstzweifel, machen wir weiter mit der Story. Warum war die Musik so perfekt abgestimmt? Da, weiß, wenn ich jetzt manuell den Text als weggeklickt hätte, dann wäre die Musik doch nicht perfekt gewesen, oder? Okay, ja. Cool, jetzt sind wir noch mal hier. Stimmt, ja, waren wir schon mal, ne? Keine Ahnung, ich finde diese Momente immer so schwachsinnig in Geschichten und Videospielen. Dieser obligatorische Moment, wo irgendwie, weil ich der Hauptcharakter irgendwie erfährt, oh, ich bin gar nicht so awesome oder ich bin gar nicht das, was ich eigentlich sein soll. Und dann bekommt der Hauptcharakter erstmal ein paar Selbstzweifel. Aber dann kommen all die Freunde des Hauptcharakters, sagen so, hey, ist mir doch egal, wer du bist, ne? Du bist du, ne? Das ist immer, das ist auch ein japanisches Klischee, ne? Du bist du und niemand anders, ne? Und dann ist wieder alles beim Alten. Also diese typischen Selbstzweifel, diese Selbstzweifel-Arcs, die man schon dutzende Male gesehen hat in anderen Animes und Videospielen und was ich nicht alles, ne? Und das war gerade hier mehr oder weniger in ein Gespräch hier zusammengefasst, weiß nicht. Normalerweise zieht man das immer so, weiß nicht, für eine etwas kleinere Weile ja an, ne? Also weiß nicht, so eine, so ein Kapitel in dem Spiel zum Beispiel. Hi. Hätten die halt noch irgendwie lang ziehen können, aber ja, haben sie alles in ein Gespräch hier erledigt. So, ne? Du hast was zu sagen. Okay. Nee. Ja, genau das meine ich, ne?
Das sozusagen, dass wir immer noch der Würmgott sind für die Leute, ist mehr oder weniger diese Spielversion von ja, Daniro ist Daniro und niemand anders. Ja. Also ja, keine Ahnung. Stimmt, hier wurden uns unsere Ringe abgenommen damals, ne? Ich habe früher den Dämon nachbeehrt. Ja, das ist immer dieser typische Selbstzweifel-Moment, ne? Also keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, fast jedes Rollenspiel hat da irgendwie so diesen einen Moment. Ja, ich bin überhaupt nicht so awesome, wie ich eigentlich dachte. Mir ist ja vollkommen egal, deine Taten sprechen für dich. Dann sagt der Hauptcharakter Mina. Und dann ist alles wieder okay. Wir sagen immer noch so, ah, wir sind immer noch Freunde und dann boom, ist alles wieder okay. Ja, und das ist so ein Klischee, das ich irgendwie nicht mag, weil das führt irgendwie nie zu irgendwas. Am besten wäre es, wenn irgendwie der Hauptcharakter so richtige Selbstzweifel bekommt, dass das irgendwie die Story auch so beeinflusst, dass der irgendwie weil nicht die Story irgendwie darauf.先ほどの話を聞かせていただきました。あなたがソンブル様の巫女の生き残りであると、もしそれが誠であれば、どうかベイル様を助けてください。足止めに来たというわけではないようですね。あの方はずっと兄弟に会うこと、それだけを支えに生きてこられたのです。あなたに会えれば、きっとベイル様は救われる。 会えるのなら、私もそうしたいです。さっきのみんなの言葉をベイルにも伝えたい。本当の彼女はいつも私たちを助けてくれました。でも行き先がわからない以上はどうすることも。ベイル様はソンブル様と共にリトスの地に立たれました。リトスの地に、なぜ。 Alles klar. Lythos, ist das nicht das, wo wir geboren worden sind? Diese Insel? Ja. Ja, und da ist nämlich mal ein Celecas. Neben Quest, ne? So. Achso, wollte schon sagen. Ich dachte jetzt, da stand irgendwie kein Level-Angabe, weil unten alles leer war, aber es sind Materialien, Zutaten und so. Da geht es natürlich noch für die Gruppe den Dämonen dann bis zum Schloss Lythos. Alles klar, aber das ist Level 10 und wir haben noch eine Menge Kapitel hier, die auf Level 8 abgestimmt sind. Und wie gesagt, das Kapitel scheint da irgendwie immer so ein bisschen anzulügen mit dem Level. Ich will dann links. Und ja. Hier werden wahrscheinlich schon Level 13, 14 irgendwie sowas sein, ne? Vergessener Schrein. Level 10. Okay. Lass mich da mal ganz kurz notieren. Level 10. Das ist glaube ich noch niedriger als. Ne, das ist genau wie Roy. Lass mich da mal kurz hier notieren, damit ich das schon mal habe, ne? Celica und die Hauptstory ist auch Level 10. So, da sind eine Menge Nebenquests, die wir machen können. Wir haben 3 Nebenquests auf Level 8. Erika, Life und Mikaya. Bis dann machen wir die Hauptstory weiter. Ne, okay. Wir gehen natürlich zum Somniel. Machen ein paar Unterstützungsgespräche, Arena-Kämpfe, mal schauen, ne? Und dann, oh, wir haben Geld, merke ich gerade, wir haben wieder Geld. Ah, oh, nice, die Läden haben jetzt wahrscheinlich auch wieder neue Sachen, ne? Gucken wir mal. Ja, okay, weil nicht. Ist jetzt nicht so eine große Überraschung, dass der Hauptcharakter, oh, der Sohn des
dass der Mondrachen ist, ne? Ich meine, welche Sachen hätten da alle in Frage kommen können, ne? Gibt es nicht so viele Sachen, die jetzt hier hätten eintreffen können, ne? So, Silberklinge. Ugh. Oh, Kriegerschwert. Vier Kraft. Mach ich ja nix an Schaden mit. Gott, die haben die Kriegerwaffen aber unglaublich untergeballert. Da macht ja gar keinen Sinn, die ja zu benutzen. Oder Kriegerlanzen erlauben es einen ja, wenn man den Kampf einleitet, zweimal anzugreifen, ne? Aber wenn die so wenig Schaden machen, dann ist das ja überhaupt nicht mal wert, ey, die zu holen. So. Haben wir hier neue Stäbe. Ja, Falle. So, das hätte ich mir noch kaufen können unendlich. So, blockieren kann man jetzt unendlich mal kaufen. Feuerwasser und so, ich benutze die Items ja alle nie. So, wie sieht's mit dem Boutique? Gibt's auch neue Sachen? Dann zeig mal. Okay, Jugendlinie, Wolllinie. Oh, flauschig. Also einfach nur Fanservice hier. Okay, dann noch mal am Flohmarkt vorbeischauen. Ich vergesse mal, der wird mir ja nicht angezeigt. Ja, zum Brunnen. Blau. Was war das denn? Boah, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld jetzt anfangen soll. Ich will so viel bekommen. Was wollte ich jetzt noch nachgucken, mein Gott? Flohmarkt, mein Gott. So, da. Das ist eigentlich nicht da, aber... Ich habe noch nie gesehen, dass zwei andere Charaktere da sind. Ich habe jetzt immer noch Clan und Fram da drin gesehen. Na, Temera, geh mal kurz aus dem Wasser raus. Oh, achso. So, Silberbank habe ich eine neue. Ich kann mir eine Profi-Angel kaufen. Nur für Meisterangler. Kleine Fische beißen nicht an. Ja, damit. Jetzt kann ich mir auch Silberbarren holen. Ich könnte mein ganzes Geld hier für Silberbarren ausgeben. Hey, eine Sekunde. Ich glaube, Spenden wird es jetzt nicht so bringen, aber ich muss trotzdem mal gucken. Ich kann zwei Sachen hier hochleveln, ne? Weiß ja nicht, kriege ich da irgendwie noch Klamotten, wenn ich hier meine Sachen hochlevel? Irgendwie tut Spenden irgendwie nichts bringen, ne? Ich glaube, Spenden bringt es irgendwie nur so, wenn man nebenbei grindet oder so, ne? So, Diamant und Kagetsu. Tut euch unterhalten. Ich werfe diese 20 Messer auf euch und ihr versucht sie zu fangen. Ich bin
Ehrenvoll. Als ob Kagetsu eine Chance gegen Diamant hat. Diamant hat so viel Angriff und Verteidigung. Und Kagetsu nicht. Kriegt Chancen zu bringen, nichts, wenn er nichts aufzieht. Stimmt, die beiden magen Märchen, ne? その泉の場所を記した地図を入手したんだ。あら、それはすごいわね。でも若返りの泉は架空のものだったはずよ。だから地図があるのなんておかしいわね。そう、だからすごいんだ。存在しないはずの伝説の泉の地図を手に入れたんだから。ブロー。お願いがあるんだ。 俺と一緒に伝説の泉を探しに行かないか。おとぎ話に詳しいクロエが一緒なら発見できる確率も上がるはずなんだ。いいわ、付き合ってあげる。もしかしたらおとぎ話に出てくるような素敵な風景に出会えるかもしれないし。本当か。ありがとうクロエ。一緒に伝説の泉を見つけような。 Da können wir Wanderer reinpacken. Wir werden zur stärksten Einheit in dieser Armee. Wie bitte? Sie haben eine Ecke am Pen, wer eine Zeitung in der Hand hat. Oh, Hallöchen. Seit wann habt ihr? Erstmal ein Gespräch mit Clan führen. Oh, warte mal, sie gibt Magie, ne? Magie plus. Die könnte ich all meinen Magier geben. Mit meinem Magier viel härter jetzt zuhaben können. Stimmt, ich werde Zelleka jetzt wieder. Ja, Magie plus 3. Weil wir kriegen schon auf Level 2 Magie plus 3. Das ist ganz schön viel. Okay. Da lohnt es sich doch vielleicht einigen meiner Charaktere dazu geben, ne? Die Clan oder... Oder hier... Ivy. Sie drin. Deren 26 mache ich. Wäre nicht schlecht, ne? So, dann gehen wir noch mal in die Arena. Eine andere Musik, ja. Ich meine, ich habe meine Tür genommen, ausnahmsweise. Merke ich gerade. So. Soll ich mal einige meiner Embleme hier noch hochleveln, wenn ich schon mal dabei bin? Ja, jetzt sehe ich wieder nicht. Ja. So,
er zum Beispiel live auf Level 8, dann bringen wir ihn nur auf Level 10. Ja, schon dabei sind. Ich habe sowieso genug von den Dingern. Oh. Er hat Abwehrhaltung ausgerüstet, verdammt. Alter. Schon genug? Ja, hast du schon genug? Bist du noch mehr? Alle, dass ich nicht lache, ich bin Gott. Einfach hier voll verprügelt. Bro, ich dachte, wir hätten ja ein chilliges Gespräch. Was soll ich denn sagen? Meine Eltern sind auch schon verreckt, weil sie auf dem Weg zu einem Barbecue waren. So, er kann eigentlich Lin auch hochleveln, weil ab Level 9 hier die Charaktere irgendwie auszurüsten. Wäre ein bisschen Verschwendung. So. Ja, so habe ich mir gedacht. Ich nehme an, die werden stärker, die Embleme werden stärker, wenn die irgendwie auf Level 20 oder so am Trainieren sind. Keine Ahnung. Sollen wir alle Charaktere hier so abchecken, so ab Level 8 und 9 lohnt sich ja nicht mehr, die Ringe im Kampf auszurüsten. Dann wollen die nur ein, zwei Kämpfe machen und dann verschwenden die Erfahrungspunkte. Was ist mit diesem komischen Gesichtsausdruck? Manikate. Ah, könnte aber ewig dauern, wenn ich jetzt das hier so mache, ne? Lass mal. Jetzt machen wir, damit das ganze Weile dauern. Lass lieber trainieren. Aber wen trainieren wir denn, ne? Das ist unser Minimum, das wir jetzt hier haben. Sind noch einige auf Level 6. Ich glaube, Andrea war noch auf Level 6, ne? Ne, Panette, genau. Panette habe ich ja nicht mitgenommen heute. Die ein bisschen ja Spotlight in der Arena, würde ich sagen. Ist, glaube ich, nicht so schnell, ne? Ja, sie wird schon Schaden machen, egal gegen wen sie kämpfen, ne? Okay, mal gucken. Da mach irgendjemanden platt. Okay, mein Schwert. Doof. Einfach mit einem Schlag weggebrettert. Alter, ist die Alte stark. Ich sollte eher Lin geben, ne? Sie konnte alles mit einem Schlag wegschießen. Okay. Nehmen wir mal auffällig. Das wäre auch nichts mit 4% daneben. Machen wir aber nicht. Okay, cool. Sonst ihr Level Ups. Noch mehr Stärke. Sie hat 31 Stärke. Und Geschicklichkeit. Genau den Wert braucht sie. So. Nochmal. So. Nochmal ein Hattrick. Ivy wird nicht so schnell sein, ne? Uff. Ja, sie hat abgeräumt hier. Ich wollte schon sagen, ein Gespräch. Ist doch bestimmt drin, ne? So, boom.
Die haben beide irgendwie den gleichen Vibe, jetzt so wie ich dazu sehe, ne? Irgendwie so die gleichen Vibes irgendwie. でも私のことをじっと見ていたわ。それはですね、なんと言いますですか。アイビー王女は王女なのに物静かですので。そう、普通だと思うけれど。だってアイビー王女は急に飛び跳ねたり歌ったりしませんですよね。 そんなことはしないわ。その辺を駆け回って暴れたり、肉にむしゃむしゃとかぶりつくこともないですます。だからなんだか珍しくて、ついじっと見つめてしまいましたでございます。そっちの方が珍しいと思うけれど、ご気分を害してしまったのなら謝りますです。どうも申し訳ございませんでした。謝罪など不要よ。気分を害したわけじゃないの。 あなたと話せて嬉しいと思っているわ。ありがとう、アイヌ、プリンセスのトラッシュトークだよね。女性の進化がいないから。本当でございますですか？それは良かったです。もしあなたさえ良ければ仲良くしてちょうだい。あ、はい、ぜひ。ありがとうございますです。アイビー王女。うん。 Und dann sind wir fertig. Ja, okay. Das Kapitel fand ich jetzt nicht so schwierig, ne? Ich fand's, kann ich jetzt sagen, ich kann jetzt 10-mal angeln, ne? Ich brauche gar nicht so viel Fisch, Mann. Ich fand das Kapitel jetzt nicht so schwierig. Okay, der Kapitel an sich war jetzt schon schwierig, aber der Typ, der war ja voll einfach, ne? Wir haben Celica dadurch bekommen, ne? Was noch? Weil nicht die Kirsche oben drauf war, ne, als Belohnung. Und ja, es war dunkel, ein teleportierender Typ war da, aber da der die ganze Zeit da unten links war, war das Kapitel, glaube ich, ziemlich einfach, ne? Ich weiß nicht, wo der sich sonst teleportieren kann. Ich nehme an, überall da, wo keine Fackeln sind, ne? Also, wo keine Fackeln an sind, nehme ich jetzt mal an, weil der hat sich immer unten links hin teleportiert, weil da noch die übrig war, ne? Ja, das war relativ, weiß nicht. Ich fand es jetzt nicht rückblickend betrachtet, war nicht so schwierig. Gut, aber in den nächsten Folgen, in den nächsten drei Folgen, in den nächsten, nicht drei Folgen, in den nächsten drei Kapitel, machen wir uns auf um die ganzen Nebenquests hier, die wir noch haben, ne? Und ja, da wird eine Weile dauern. Wir werden eine Menge Charaktere leveln, nehme ich an. Und ja, ich weiß nicht, wessen Charakter das Nebenquest wir machen. Einfach nur, weil wir drei Charaktere haben. Jemand so, je nachdem, wen wir als erstes hatten. Ich meine, theoretisch hatten wir Live und Mikaya vor Erika, ne? Aber ich würde dann schon fast sagen, wir machen noch Erika, ne? Als erstes. Aber keine Ahnung, mal schauen. Gut, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Das würde mich sowas von freuen, ne? Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.